Hallöchen, meine Lieben, und hier ist sie wieder, eure Anni. Und das hier ist das Making-of zu unserer aktuellen Single Influencer. Die ist ja jetzt seit einer Woche draußen. Die gibt es übrigens jetzt auch als Download. Also ganz schnell runterladen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und in diesem Video werdet ihr sehen, wie wir das ganze Musikvideo gedreht haben, wie viel Fun wir an dem Tag hatten. Und ihr werdet auch ein bisschen was vom Timo Ekyuk sehen, der ja extra angereist gekommen ist mit dem Zug, um in unserem Musikvideo mitzumachen. Also dranbleiben, meine Lieben. Ja, meine Süßen, was ist das für eine Videoeinleitung? Wen haben wir denn da sitzen? Vielleicht mag sie sich einmal umdrehen. Das Gesicht ist euch vielleicht schon bekannt, wenn ihr hier schon länger folgt auf YouTube und auch auf Instagram und TikTok. Das ist die liebe Anna und die schminkt sich gerade bloß. Wofür schminkt die sich? Verraten wir noch nicht. Naja, so ein bisschen habe ich es ja schon verraten. Hat wieder was mit Musik zu tun und wir nehmen euch heute wieder den ganzen Tag mit. Ja, wir wollen was drehen und es kommt heute auch noch ein Überraschungsgast, über den ich schon öfter gesprochen habe. Ja, und deswegen seid ganz gespannt. Ich bin dann auch gleich noch dran. Mich wollte er jetzt gerade nicht sehen. Ich bin noch völlig zerknattert, sagen wir es mal so. Ja, ihr Lieben, jetzt sitze ich hier ja bei der Anna und werde fertig gemacht für das Musikvideo. Und Anna, die hat mir jetzt gerade schon auf der einen Seite künstliche Wimpern aufgeklebt und das macht sie jetzt gleich nochmal auf der anderen Seite. Ja, wie ihr seht, wieder der typische Pferdegirl-Look und Anna da oben, Puschelkrone. Also es wird wieder bunt und pink und schrill, also macht euch auf was gefasst. Ja, meine Lieben, jetzt könnt ihr mal so ein bisschen sehen, die Anna hier vom Fach als Friseurin macht mich jetzt wieder zum Pferdegirl. In meiner World. Jetzt kommen die Extensions hinten rein. Ja, und das Ganze wieder leicht pink. Heute im Polo-Look. Es geht ja nachher dekadent an den Reitstall, ne, Anna? Ja, heute zerlegen wir mal wieder einen Reitstall. Ja, ich sehe jetzt voll punky aus, ne? Rockstar. Ja, meine Süßen, die Anna, die tut hier gerade eine super Arbeit tun, ne? Und ja, wir sind hier sogar im Partnerlook jetzt, ne? Bömmel. Die Pferdegirls am Start. Obwohl Anna, die ist heute nicht so ein typisches Pferdegirl, die ist heute ein Tennisgirl, habe ich gehört. Mit einem Squashschläger. Ist auch gut. Ja, Leute, ihr könnt gespannt sein, was bei uns abgeht heute. Ganz gespannt. Ja, meine Lieben, jetzt sind wir an der Drehlocation angekommen und haben unseren Überraschungsgast vom Bahnhof abgeholt. Und wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, dann dürftet ihr ihn kennen und vor allen Dingen, wenn ihr Pferdemädels seid. Timo Ekyuk ist hier. Er wird in unserem Musikvideo mitspielen und Timo, super cool, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich bin mal gespannt, wie es heute wird und vor allem, wie es mit der Landlust und mir funktioniert. Genau, und jetzt lasse ich die Katze nochmal aus dem Sack. Der Timo, der darf heute die Landlust im Musikvideo reiten. Aber viel mehr wird noch nicht verraten, denn unser Song, das dauert ja noch ein bisschen, bis der rauskommt. Und das ist hier auch die Location, die haben wir hier schon gestern mühselig aufgebaut. Das sieht jetzt schon fast aus wie ein Wohnzimmer in einer Reithalle. Und ja, wir sind ganz gespannt, wie das läuft. Ich gehe jetzt auch nochmal zu den anderen gucken, die sich gerade um die Landlust kümmern. Alex ist auch schon da. Und dann haben wir heute zwei Pferdeboys am Start. Meine Güte. Genau. Hey, dich kennen wir doch auch noch vom Pferdegirl-Musikvideo. Unsere Sina von Mädchenteam auf TikTok ist da und sie kümmert sich heute um die Landy. Und die Landy ist schon frisch eingeflochten und Sina hat ja jetzt ein kleines Töchterchen bekommen, ne? Ja. Und hast dir trotzdem die Zeit genommen, heute uns zu helfen. Das finde ich total mega. Genau, ja. Und du hast ja nicht nur ein Pferd zu betreuen, sondern wir haben noch ein Pony, was hier auch noch versorgt wird gerade, ne? Ja. Also, das sieht echt wieder mega toll aus. Ja, sehr schön. Ja, unser Ehrengast Timo hat heute schon die persönliche Krone von uns aufgesetzt bekommen. Wahnsinn.
ob du so auch aufs Pferd steigen wirst oder etwas lieber mit Helm. Aber wahrscheinlich lieber mit Helm. Genau, als Vorbildfunktion. Genau. Ja, die Krone dürfte einigen bekannt vorkommen. Ich sag nur Alge. Naja. Influencer, Influencer, wir sind eure Klopfe. Ja, ich habe dann meine Kamera an Pia von Fokus.Tierfotografie übergeben und erzähle euch daher ein bisschen, was wir gemacht haben. Das waren jetzt die ersten Szenen, die dann mit dem Cabrio angefangen haben. Ja, die erste Szene auf dem Weg mussten wir sehr häufig üben, da wir den richtigen Winkel treffen mussten, damit das Auto gut zur Geltung kommt. Wir sind eure Klopfgespenster, ob auf YouTube, TikTok, Insta, wir sind die Ideenverschwender. Und da gehen dann die Dreharbeiten los, wie ihr sehen könnt, bei uns vor unserem wunderschönen Hof. Das ist jetzt, glaube ich, Take 3, 4, keine Ahnung. Dann kam die Golf- und Tennisszene. Da hat Timo uns dann mitgeholfen, indem er das Lied von seinem Handy laufen lassen hat, während Alina gefilmt hat. Ich hatte halt das Regiebuch zu dem Video geschrieben und als erstes sollten wir ja halt diese Influencer-Tussis spielen, die so richtig abgehen am Zaun und sich gegenseitig filmen bei ihren tollen Tätigkeiten beim Golfspielen und Tennisspielen. Und die liebe Pia, die hat das Ganze dann fotografisch begleitet und auch das Cover geshootet. Ganz wichtig war ganz viel posen, immer wieder die Szenen durchgehen und schön übertreiben. Unsere liebe Alina hat mittlerweile ein Handkamera-Equipment, was es ein bisschen erleichtert hat. Oh yes. Ja, meine Lieben, jetzt werden hier die ganzen Belichtungseffekte aufgebaut. Unsere Darsteller sind alle da und auch Pia von Fokuspunkt hier ist jetzt gekommen. Unsere Fotografin, die kennt ihr ja nun schon aus sehr vielen YouTube-Videos von uns. Die macht heute nochmal Covershooting und shootet auch die Pferde. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das dann alles wird. Hier seht ihr unser kleines YouTube-Studio sozusagen, was wir uns hier gebaut haben. Und ja, dann gehen jetzt die nächsten Szenen dann weiter. Da haben wir uns dann langsam positioniert und schon mal alles ausgerichtet von den Kameras und Licht. Dann kam die Szene, wo Alex uns heimlich hinter der Pflanze angehimmelt hat. Er hat uns ja eh ständig beobachtet im Video. Feiert ihr uns hart. Ganz wichtig war es immer wieder, das Storyboard durchzugehen. Welche Szene haben wir schon? Welche fehlt noch? Was kann man noch verändern? Ja, ist gar nicht so einfach, so ein Musikvideodreh. Man glaubt gar nicht, wie viel Requisiten man braucht. Und dann hatten wir versehentlich auch noch die Zitronen aus der Zitronenszene ins Eisfach getan und sie waren knüppelhart. Scheiße, die ist tiefgefroren, die Zitrone. Ich habe die versehentlich ins Tiefkühlfach getan. Scheibenkleister. Das Coolste war, dass sogar unser Stallbetreiber in einer Szene kurz sozusagen das Oliver Pocher-Double gespielt hat. Und das ist wirklich ein cooler Stall, der sowas mitmacht. Influencer, wir sind eure Klopfgespenster. Ob auf YouTube, TikTok, Insta, wir sind die Ideenverschwender. Dann musste die arme Anna noch unsere abgelaufenen Super-Influencer-Shakes probieren. Der hat ihr wirklich super gut geschmeckt, wie man sieht. Was tut man nicht alles für den Fame als Influencer? Ja. So. Willst du dich mal sehen? Das ist der perfekte Pferdereiter-Shake. Wenn ihr den trinkt, dann kriegt ihr Muskeln in den Oberschenkeln, dann kann jeder Hater aussitzen. Juhu! Influencer, wir sind eure Kopfgespenster. Ob auf dieser Senf, also ist der beste ostdeutsche Senf, den es gibt. Bautzner. Oh, sie isst das auch wirklich richtig so mit ich liebe das. Ne? Ich komme gar nicht drauf klar. Und es gab natürlich lecker Senf. Nein, das hat überhaupt nichts mit einigen Influencern zu tun, die vielleicht gerne Senf mögen. Wer hat im Musikvideo eigentlich unser Gespenst entdeckt? Das kam nämlich auch ganz, ganz kurz vor. Und noch viel weiter nach rechts, also so in die Mitte lang.
wir fangen mal an. Und los. Und dann kam meine fiese Rap-Einlage gegen Alex, der die Knossi-Krone getragen hat. Ihr kopiert gern meine Ideen und glaubt dann, ihr seid toll. Doch ihr könnt machen, was ihr wollt. Bei mir im Kühlschrank liegt das Gold. Und dann wurde unsere liebe Lendi fertig gemacht für den Dreh. Ihre Schabracke und Fliegenmütze wurde uns übrigens von Reitstiefel Kandel zur Verfügung gestellt, wo wir uns nochmal ganz herzlich bedanken wollen. Und dann ging es auch schon bald in die Reithalle, denn der Timo sollte sich ja an die Landlust gewöhnen, da er sie ja im Video geritten ist. Ja, meine Lieben, der Timo ist jetzt hier in der Reithalle mit dem Alexander. Der sitzt das allererste Mal auf der Landlust. Timo kommt, wie gesagt, aus dem Springsport. Der ist jetzt die Lendi natürlich gar nicht gewöhnt. Und er soll halt ja auch nur für eine ganz, ganz kleine Szene auf der Landlust reiten. Und Alex weist ihn jetzt gerade erstmal so ein bisschen ein. Timo hat auch noch nicht in einem Dressursattel, also glaube ich, ganz selten nur gesessen. Aber das macht er schon ganz gut auf jeden Fall. Ja, und draußen warten Alina und Anna und gucken jetzt, dass wir die ersten Szenen dann auf dem Reitplatz drehen können. Weil der Timo spielt nämlich einen Turnierreiter, so wieder, so wie man es ganz gut erkennen kann. Und jetzt ist das auch schon ganz gut, ja. Jetzt gibt Lendi auch schon so ein bisschen nach. Die geht ja immer äußerst gern gegen die Hand. Ja. Und nochmal einen ganz lieben Dank an Timo. Das war so klasse von ihm. Er ist in einen völlig fremden Stall gekommen und ist ein völlig fremdes Pferd geritten. Und ich glaube, das würde sich nicht auf Anhieb jeder trauen. Also vielen Dank an dich. Ja, und draußen auf dem Reitplatz war dann nochmal richtig Posing angesagt. Alle haben gefilmt für Insta, für TikTok und natürlich für das Musikvideo. Und ich und Anna haben dann nochmal so richtig Parfüm rausgeholt und nochmal richtig ein auf dicke Hose gemacht. Und ich denke mal, das ist im Musikvideo auf jeden Fall ganz gut dann auch zur Geltung gekommen. Timos Rolle war ja der Turnierreiter, der sich über uns Influencer-Tanten total lächerlich macht. Also so ein Pferdeboy, der überhaupt nicht versteht, was diese Girls da eigentlich in einer Reithalle und am Reitplatz zu suchen haben. Ja, und da musste er sich dann häufiger mal an den Kopf fassen im Musikvideo. Und das blenden wir euch natürlich jetzt auch hier nochmal ein. Influencer, Influencer, wir sind eure Kopfgespenster. Ja, und unsere liebe Pia war fleißig dabei, Fotos zu machen. Ich habe mich dann auch nochmal auf die Lendi gesetzt, damit man auch noch so ein paar Promotion-Bilder vom Reiten nochmal hatte. Für Insta und Co., auch fürs Cover. Ja, und so geht so ein Drehtag dann auch sehr, sehr schnell vorbei. Und schwupps waren wir schon bei den letzten Szenen. Wie ihr sehen könnt, bereiten wir uns auf eine neue Reitszene vor. Timo darf unsere wunderschöne Landlust reiten und die Anni, die muss sich mit dem süßen Haflinger begnügen. Ja, heute ist Kinderreitstunde. Ja, genau. Kinderdressurstunde. Ja, aber mit den schönen Stiefelchen. Ja, sind jetzt schon die letzten Szenen. Wir sind, und gleich wird Alex sich noch richtig blamieren. Ja, Videodreh und Alexander, Reitbeteiligung. Alexander hält wieder den ganzen Laden auf, ne Timo? Ja. Gottchen. Ja. Wow, jetzt hat er den Einsatz. Juhu, wir mobben ihn. Wir mobben ihn. Und zum Schluss musste Alexander noch mal richtig leiden. Eine wabbelige Gurke. Und jetzt geh mal ab. Jetzt geh ab in die Wiese. Hoppi, hoppi, galoppi. Mit deiner Gummigurke da. Dafür schätzen wir Reitbeteiligung Alexander, dass er wirklich jeden Unsinn mitmacht. Und ich fahre jetzt dran auch. Ja, und dann beißt du auch da rein. Nee. Bin ich jetzt die Hast du mal gesehen, Anna? Wie das Ding aussieht? Dann krieg ich ja Cremolet krieg ich davon. Alina kriegt hier bald einen Föhn mit uns. Kennt Yay! Okay, echt super. Einmal lieb, okay. Bitte.
Bin ich jetzt viral? Ist das, genau. Soll ich aber auch so wabbeln? Nee, du sollst ja abbeißen. Dann. Ja, die Situation Wiese, Rasierschaum und Salatgurke hat Alex dann ziemlich aus dem Konzept gebracht. Aber wie ihr im Musikvideo sehen könnt, hat er ja zum Schluss dann all seine Einsätze gut hinbekommen. Lol, nochmal bitte. Was sind hier denn für Leute unterwegs? Ja, wir suchen das Adrenochrom. Man sieht man doch bei ihm, dass da nicht mehr viel drin ist. Doch klar. Ne? Ja, und zum Schluss das Statement natürlich, dass wir gegen Cybermobbing sind. So, das war unser Making-of. Falls ihr unser Musikvideo noch nicht gesehen habt, wir haben es euch hier in die Infobox verlinkt. Und ganz wichtig, holt euch die Single als Download und folgt uns auf Instagram und TikTok @korianderflavor. Macht's gut, eure Anni. Bin ich jetzt hier? Nee.